ich habe das soweit verstanden, was Sie von mir möchten. Das ist auch alles gar kein Problem. Aber ich werde jetzt trotz alledem mit Ihrer Dienstnummer und Ihrem Namen in Tschernogorsk bei der Polizei Rücksprache halten, telefonisch. Ja, dann machen Sie das und, schnell. Und werde ich hier weiterarbeiten. Sie können weiterarbeiten. Ich laufe Ihnen nicht weg. Bleibe hier. Was machen wir jetzt mit dem, der sträubt sich hier? Sie hat jetzt lange genug Zeit, ich bin mir sicher. Ich fordere Sie jetzt hiermit ein letztes Mal auf, die Waffe auf den Boden zu legen. Dürfte ich auch bitte den Text fertig schreiben, die E-Mail an die Polizei, damit ich auch eine Rückwort an ich warte jetzt nicht, dass Sie hier E-Mail haben. Doch, so lange werden Sie warten müssen. Sie haben, sie hat, ich habe sie auch mein gutes Recht, zu informieren. Ich komme nicht klar. Komm, fahr rein, fahr rein, fahr rein. Oh. Wie gesagt, ich werde Sie jetzt noch ein letztes dazu auffordern, die Waffe hinzulegen. Jetzt fährt er wieder mit meinem Auto, ich könnte ihn sowas von erschießen. Ist nicht backen. Werde ich mir die abnehmen. Werde ich mir die abnehmen. Und zwar mit Gewalt. Ich sagte negativ. Ah, diese Spasten. Der Herr, Sie werden. Bleiben Sie mal einen Meter weg da. Ich hab Ihnen mal. Was geht jetzt da? Da unsere Dienstnummern. Ja, bitteschön. Das ist ja auch da okay, dass Sie mir die Dienstnummern mitgebracht haben. Wenn jetzt umgeht, die Waffe auf den Boden legen. Zeit haben, diese vergleichen zu können. Ist das nicht der umgeht, Fall? Umgeht, das können Sie hinterher immer noch einklagen. Umgeht, wird die Waffe jetzt auf den Boden legen. Ich wüsste nicht warum und ich wüsste auch nicht, warum Sie jetzt hier eine Waffengewalt einsetzen müssen. Von mir geht keine Gefahr aus. Ich habe die Waffe auf dem Rücken geholzt. Sie bedrohen mich gerade aktiv mit einer scharf geladenen Waffe. Ich setze die lediglich aus, um mein täglich Brot zu können. Genial. So, jetzt kommt der Richter. Nehmen Sie mal bitte hier die Waffe runter, ja, sowas geht gar nicht. Polizeiliche Gewalt, sowas kann ich gar nicht ab, sonst werde ich gleich hier ein Verfahren gegen Sie einleiten wegen Polizeigewalt. Dankeschön. Wenn Sie von der Polizei sind, dann würden Sie nicht so arbeiten. Einmal anhalten, bitte, Anhaltung. Wahnsinn. Sehen Sie, das ist mein Neffe. Das ist mein Neffe, der hat mich vorhin hierher gefahren. Der ist auch hier... Auch in meiner Familie Zeuge. Nein, die Situation ist damit nicht geklärt. Sie können mir hier meinetwegen irgendwas vorzeigen, wie Sie möchten. Wenn ich noch keine Rückantwort erhalten habe von der Polizei, werde ich die Waffe nicht ablegen. Ich werde Ihnen jetzt Gewalt. Ja. Das werden Sie tunlichst unterlassen. Oh Mann, jetzt geht das schon wieder los, ey. Hat er den jetzt niedergehauen? Aussteigen. Nehmen Sie doch mal die Waffen runter! Nehmen Sie doch mal die Waffen runter jetzt, das kann man doch alles hier friedlich regeln. Das ist eine Polizeimaßnahme. Eine Polizeimaßnahme, Leute umzubringen, glaube ich nicht. Nehmen Sie die Waffen runter. Ich kenne mich mit der Rechtslage aus. Ich kenne mich mit der Rechtslage aus. Und dann steigen Sie aus. Das ist nicht der Fall, werden Sie Polizeigewalt anwenden, wie Sie immer so schön sagen. So zum allerletzten Mal. Ich sage euch das jetzt nicht aus Jux und Dollerei, sondern ganz einfach, weil ich die Sache geklärt haben möchte.
Ich warte auf Antwort der Polizei. Sollte euch das nicht schmecken, habt ihr Pech gehabt. Ihr müsst auch mal gewisse Sachen abwarten können. Ihr seid nicht die Polizei, ihr seid ein Schwadron, irgendwelcher Rebellen, die Leute überfallen an einem Checkpoint. Überhaupt gar keine Diskussion. Achso, und sie tragen eine legale Waffe, oder wie sieht das aus? Jetzt hat er ihn. So illegal ist, dann stellen wir doch ein Ticket aus. Die Möglichkeit wirst du ja haben, oder? Sie wissen, unsere Tickets lauten Mord. Das ist Ihnen bewusst, ja? An Ihrer Stelle würde ich mal die Waffe runternehmen. Anhand der Menschenrechte, der Genfer Konvention, haben Sie nicht mal das Recht... Naja, wenn Sie wüssten, was hier alles schon eingeleitet wird, um Sie jetzt gerade hier festzuhalten, meine Freunde. Ist das eine Drohung, ja? Nein, es ist nicht. Es ist eine Feststellung. Passen Sie auf, der A4 will einparken. Ich hab's auch so ein bisschen was dem Verdacht, was hier vor ist. Mein Freund. Kann ich eine Waffe auf jemanden richten, als... Ich würde so gern einfach hinter diesen Scheiß aus dem Weg gehen, meine Waffe ziehen und die niedermetzeln. Einfach nur niedermetzeln. Aber ich kann nicht. Sie ignorieren schön die Gespräche, das finde ich echt klasse. Ich ignoriere gar nicht. Sehr geehrter Biernot, nehmen Sie doch mal die Waffe runter. Es besteht hier keine Gefahr. Aua, was soll denn das? Das gibt eine Anzeige. Unnötige Gewalt, die nicht sein muss. Das gibt eine Anzeige. Ich habe ihn mehrmals aufgefordert, Abstand zu halten, bist du denn nicht? Das gibt Anschiss, meine Freunde. Das gibt sowas von Beef. Oder ja, da man offensichtlich ihm die Waffe nicht vom Leib entziehen kann und da sie ihn krampfhaft festhalten. Entschuldigung. Wenn wir sie gleich ausnocken. Boah, der war zu laut, ich konnte sie sehr schlecht verstehen. Da sie krampfhaft an ihrer Waffe festhalten und sie nicht von ihm. Jungs, stell dich mal um, dass er durch wäre. Werde ich sie darauf bewusstlos schlagen, sie die Waffe abnehmen? Nee, das werden sie nicht. Es sei denn, sie überlegen sich das nochmal, die Waffe freiwillig hinzulegen. Diese Drecksau! Einfach, sie bleiben von mir weg. Ansonsten hagelt es anzeigen, dass sie nicht mehr rauskommen, dass sie mich da verstanden haben. Alle beide. Ey, schaut euch das an, der wird eingekesselt. Das sind Scheiß im Polizeidienst. Zeigen Sie mir mal Ihre richtige... Ich nehme jetzt gerade alles auf, Moni, ne? Die machen hier voll den Scheiß. Ich fühle mich hier langsam richtig fies verarscht von Ihnen. Sie sind doch nie im Leben Polizisten. Wir legen die Waffe jetzt ab. Hier geht keine Gefahr. Sie sind die Gefahr, die hier ausgeht. Ich habe keine Geduld mehr. Ja, das ist schön, dass Sie keine Geduld mehr haben, aber ich habe auch Rechte. Sie können mich hinterher einklagen und meinen, dass Sie nicht recht. Nee, nix hinterher. Ich habe einen Waffenschein, ich besitze eine Jagdlizenz. Ich warte jetzt auf die Waffe ab. Sollte das okay von der Polizei nicht kommen, werde ich die Waffe nicht ablegen. Auf die Waffe abzulegen. Ey, der macht's richtig! Der macht's richtig! Was ist denn das für ein Kind? Wird hier und heute nicht mit einer illegalen Waffe. Und die verlassen ganz bestimmt nicht den Kontrollpunkt mit meiner Waffe. Die wird hier in der Asservat gelagert. Wird später ab. Nein, das wird nicht passieren. Nicht solange die Polizei hier ist und Sie sind nicht die Polizei. Wieso fahren Sie nicht mit Dienstwagen rum, wenn ich das mal so in den Raum werfen darf? So, Kollege, was hatte ich Ihnen eben gesagt? Abstand halten und... Ich bin doch im Abstand. Sie sehen doch, dass ich Abstand habe. Sie kommen immer näher. Ich kann von Ihnen hören. Ab in die Ecke jetzt. Ja, hallo? Sie können mir das Reden nicht verbieten. Das ist mein Recht. Die Herren, zum letzten Mal, das ist keine Schikane, was Sie hier machen, und das meine ich ernst. Hopper, das ist keine Schikane, Sie werden mir die Waffe auf den Boden legen. Jetzt ist das Maß voll. Das Maß ist gar nicht voll. Sie wissen gar nicht, wann das Maß voll ist. Seien Sie vernünftig, wir werden umgehend Waffengewalt anwenden. Das sollten Sie sich nicht trauen. Ich stehe hier ohne eine Waffe in der Hand. Die Waffe ist geschultert. Ist das meine Chance? Und Waffengewalt anwenden. Ist das meine Chance? Ich glaube, das ist meine Chance, die umzunocken.
Ich warne Sie, lassen Sie die Waffen unten. Es sind nur zwei Cops online, was sollen wir machen? Ein rechtschaffener Bürger mit einer illegalen Waffe. Das sagen gerade die illegalen Typen, die sich als Polizisten ausgeben, oder was? Jawohl, die Polen! Jawohl, die Polizisten! Komm, jetzt gibt's Action! Von der Beschlagnahmungsurkunde kann ich mir was kaufen. Die richtige Polizei ist da. Jawohl, endlich! Ja, von wegen. Das wird nicht passieren, das wird nicht der Fall sein. Herr Steven Kraft, können Sie mal bitte herkommen? Jawohl! Da ist die Verstärkung. Jetzt sagen Sie mal dem Herr bitte, dass wir seine Waffe konvertieren dürfen. Herr Kraft, ich würde gerne mit Ihnen alleine abgelaufen Waffen. Ich niete die gleich um! So sieht's aus! Haben Sie von uns einen Auftrag erhalten? Ja, hab ich bekommen. Wir wurden extra aus Rathaus hierher gerufen. Genau. Nehmen Sie mal die Waffe runter, ich fühle mich aktiv bedroht. Ich habe meine Waffe geschultert. Bedroht? Zum letzten Mal. Sie sind die ganze Zeit das Medium, was hier Gewalt anwendet. Ich ziehe gleich meine Waffe, meine Freundin, dann sieht es ganz anders aus. Das sehe ich nicht ein. Derjenige, der das zu entscheiden hat, ist der Kraft, nicht die. Beide Seiten bitte jetzt mal beruhigen. Junge Herr, kommen Sie mal davor, ansonsten sehe ich das Bedrohung an und dann hagelt das hier. So. Was soll das denn? Herr Kraft, ich hätte Lumpi. Keine Ahnung mit Ihnen alleine gesprochen. Der Rote, ja. So, kommen Sie mal hier rein, bitte. Wir machen folgendes. Wir schauen jetzt erstmal, wie sich die Situation entwickelt. Wenn es eskaliert, dann greifen wir ein. Das ist nicht der Fall. Wie gesagt, ich werde mich mit dem Herrn jetzt einmal kurz unterhalten. Meine Waffe habe ich wieder. Freunde der Sonne. Könnte ich jetzt weiterfahren, okay. Oder? Ja, sicher. Herr Lumpi, Sie dürfen weiterfahren. Kann ich auch meinen... Kann ich ihn auch mitnehmen und daraufhin nochmal 50.000 bezahlen? Freunde der Sonne, das ist mein Fahrzeug und ich werde jetzt mit meinem Fahrzeug abhauen. Dass das klar ist. Freunde Sonne, das war's für euch, Delta Clan. Ihr habt verloren gegen die Polizei. Nach langer Diskussion. Oh Gott. Endlich habe ich mein Auto wieder. Ey, ich sag dir, ne? Das ist krass. Das ist einfach nur krass. Die Leute, ne? Die haben so provoziert. Alter Schwede. Das hättest du rausbringen müssen, ey. Du, Dani? Ja? Ich bin auch mal weg. Alles klar. Kurz Nächle für die. Tschüssi. User Polizei! Auf dem Boden, auf dem Boden! Doch nur Medic. Haben die einen umgenietet? Nee, ne? Nein, ich meine nicht. Ich weiß nicht, was sollen wir tun? Im Notfall müssen wir doch der Polizei helfen, oder nicht? Ich meine, es ist nur noch ein Kopf auf dem Server. Wir fahren aber mit einem Auto. Ich würde vorschlagen, wir fahren mit dem A4 nochmal kurz und ich lasse meine R8 hier stehen.
Ja, warum sollten wir nochmal fahren? Weil wir natürlich die Polizei beschützen. Ja, was denkst du, machen die jetzt mit dem Polizisten? Ja, normalerweise müssten wir da schon irgendwie eingreifen, weil überleg mal, ein Cop, ne, gegen fünf von denen, der kann doch auch nicht sagen, ja, sie kommen jetzt mal alle mit, sie sind verhaftet, das geht ja nicht. Warte, ich steig ein. Ja, ich würde sagen schon, dass wir denen irgendwie helfen, keine Ahnung, irgendwie, aber zumindest dabei sein und bis die Sache geklärt ist vielleicht. Hab so und so nichts Besseres zu tun, also. Ja, genauso wie ich. Alter, pass doch auf! Ups. Ja, jetzt fahr mal hin. Was wollen wir für eine Geschichte erzählen? Irgendwie, dass wir jetzt vom Staat, vom Stadtstaat, vom Amt zurückgekommen sind und ihre Nummern kontrolliert haben und die sind jetzt illegal. So, einmal die Waffe holstern, bitte. Ich werde die Waffe so lassen, wie sie ist, mein Freund. Ja, natürlich, ich habe da meine Waffe drinnen liegen. Eine Waffe. Oh. Was wäre jetzt umgeflogen? Wir werden jetzt einmal die Waffe holstern, bitte. Tun Sie das auch? Jetzt können wir schon eher reden. Danke. Was wollen Sie denn schon wieder hier? Wir rumgeballert und irgendeiner. Wir kommen vom Stadtstaat Tschernogorsk und möchten Ihnen berichten, dass wir Ihre sogenannten Dienstnummern überprüft haben und dass Sie gar nicht mal richtige Einheiten sind und nicht angeheuert wurden von der Staatspolizei. Ich höre da gerade ein Gespräch von Ihnen, der redet relativ laut. Sie sind keine Polizei, höre ich da gerade. Ja, das ist so. Das sind Betrüger. Das sind Betrüger. Okay. Nehmen Sie die Waffe runter! Waffe runter! Passiert nix. Sie sind recht schnell bei Ihrer Waffe, muss ich schon sagen. Also. Ich lasse jetzt meine Waffe mal draußen. Okay, sowas wäre einmal wegfahren. Der Herr, ich bitte Sie, Ihre Waffe zu holstern, Ihr Kontrollpunkt. Dann bitte ich Sie das auch. Ich bitte Sie, Ihre Waffe zu holstern. Ich bitte Sie, Ihre Waffe zu holstern. Ja, das ist, wenn ich Ihnen das erklären darf. Sie holstern Ihre Waffe und ich holstern meine Waffe. Sie holstern jetzt Ihre Waffe. Sie holstern Ihre Waffe. Wenn Sie auf mich zielen, dann ziele ich auf Sie. Haben wir uns da verstanden? Becker 1, bitte einmal den Mann aufhören. Nicht in Visier nehmen, hallo? Was soll denn das? Sie haben keinen Grund? Ich will das nur friedlich klären. Ich war bei der Stadt Altes und habe dort gefragt, ob Sie sie geschickt hatten. Haben Sie aber nicht. Holstern Sie Ihre Waffe. Sie haben hier keine Ansprüche zu stellen, Sie sind kein richtiger Polizist. Nein, ist es nicht. Ich würde gerne mit meinem Kollegen, dem Stephen Kraft, sprechen. Sobald Sie Ihre Waffe geholstert haben, werde ich meine auch holstern. Ganz einfach. Sie auch. Gut. Jetzt haben Sie sie wieder gezogen. Wie du mir, so ich dir. Ja, wenn Ihr Scharfschütze mich im Visier hat, ist doch so und so alles gut. Wir werden gleich hier alle umgenietet, wenn es so weitergeht. Wir haben hier ein Gespräch. Bitte den Vorfahrer im Auge behalten, derzeit. Herr Hopper, glauben Sie denen nicht? Ich habe die Nummern überprüft. Der Herr Hopper kann gehen. Ja, also erkläre ich gleich warum. Ich glaube den. Der kann gehen? Also. Herr Hopper, Sie dürfen gehen. Na dann, machen Sie sich auf den Weg und hauen Sie ganz schnell ab. Ich hab's mitbekommen. Was machst du denn jetzt, Bullet?
Ich werde die ganze Situation überwachen, sobald einer eine Waffe zieht und schießt, schieße ich auch. Das sollte nicht passieren. Bullet, ich sag schon mal danke und das war gut bei mir alles. Du, ich setze mich gern für Leute ein, die in Probleme stecken, du. Aber keine Sorge. Es gibt immer noch nette Leute, aber... Dankeschön, vielen Dank. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Gut, dann fahr ich mal weiter. Ich wünsch dir was, hau rein. Ich dir auch, ciao. Lumpi. So, rette man Leute. Ja, bitte. Solange du noch wegkommst, würde ich das dir empfehlen. Falls ich sterbe, habe ich immer noch Spoiler. Das ist eine Einstellung. Oh, da muss man aufpassen. Lumpi. Zieh deine Waffe, ist alles okay. Das Problem ist, der Polizist da drin wird unter Druck gesetzt. Wir wissen es nicht. Sehr geehrter Herr Biernot, ich habe Ihre dementsprechende Identifikationsnummer ein... Ich habe Ihre Identifikation... Sie auch, mein Freund, Sie haben mir nichts zu sagen. Sie sind kein richtiger Polizist. Ich habe Ihre Nummer überprüfen lassen. Nein. Nein. Dann nehmen Sie mich fest. Nehmen Sie mich fest. Probieren Sie mich festzunehmen. Ja, ich weiß auch wieso, weil Sie kein Kopf sind. Ich könnte genauso Sie bitten, diesen Checkpoint zu verlassen. Was soll das jetzt? Und deswegen sind Sie ein Cop. Dass Sie mich verstehen. Sprechen Sie keine andere Sprache außer Gewalt? Ich spreche andere Sprachen, Sie aber nicht. Ich habe Sie mehr... So nicht, mein Freund. Drecksau. Ah, hat er mich da oben gekriegt. So eine Drecksau. Aber so nicht, mein Freund, so nicht. So nicht, nicht mit mir. Ach, Gott im Himmel.